Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Wholesome App und Wholesome App Krimi. Nee, nix Krimi, wir wollen ihn nach dem Händler heizen. Das Mineralfutter abholen und dann müssen wir mal gucken, ob wir da auch mit einer Heumische hinkriegen. Wir werden sehen. Ich bin echt gespannt wie ein Flitzebogen. Ob wir das hinkriegen, dass da eine Heumilchration rauskommt. Das wäre nämlich echt tippitoppi. Dann sind wir da auch schlauer. Und da jetzt eh nicht gerade so viel zu tun ist. Und das Safety First hier. Heute fahren wir da eben schnell hin, ne, zum Händler. Sehr. Nur das Problem, wie laden wir da dann Hof ab? Da müssen wir einen Ökostapler nehmen für die Palettkiste. Das sollen wir wohl hinkriegen. Viel mehr brauchen wir auch, glaube ich, nicht mitnehmen, ne? Ne, den Rest holen wir dann, wenn wir ihn brauchen. Oder müssen wir noch was Wichtiges mitnehmen? Ne. Könnten mindestens ein, zwei Säcke Dünger noch mitnehmen, aber das lass auch mal erst. Dann müssen wir eben fix das Gemüse hier aufladen. Dann haben wir das nämlich erledigt. Den Knopf wollte ich nicht. Ich wollte den Knopf. Ne, den Knopf wollte ich auch nicht. Ich muss den drücken. Ja. Nach langem Entscheiden habe ich es dann doch rausgefunden, welchen Knopf ich wollte. Naja. Sagt mal lieber nichts. Ich sag ja auch schon gar nichts mehr. So, ab fort. Gut, dass der Händler mir hier so einen Staubler stehen hat. Da kotzt mir eben fix mit hinheizen. Wenn du was siehst, ich sehe nämlich nichts. Letzte Zeug eben auf. Wenn du was siehst. Oh, die haben wir aber richtig intelligent aufgeladen. Piept da. Oh. Ja, ist, wenn du so einen netten Händler hast wie hier, ne? In Land der Liebe. In Land der Liebe zumindest auch so. Dann geht das alle, ne? Was viele nicht wissen, mein Papa hat ja lange in Bayern gearbeitet. Er war in Konzell. Im Bayerischen Wald. In der Firma. Und daher weiß ich auch, wie es am Weißfuß-Äquator ist. Der ist damals da hingegangen. Ich bin in die erste Lehre gekommen. Ich war 17. Da ist er dann nach Bayern gegangen, ins Zweigwerk von dieser großen industriellen Firma, wo ich die erste Lehre gemacht habe. Ne? Wäre der Svenny nicht in der ersten Lehre gewesen, würde ich jetzt auch da wohnen, am Weißfuß-Äquator, aber meine Eltern haben sich dann damals entschieden, dass mein Papa da hingeht, ne? Wir waren eine Woche in Bayern und am Wochenende hier zu Hause. War auch kein einfaches Leben, ne? Aber ist er. Bayerischer Wald. Da war er lange. Bis es dann nicht mehr da war. Ja, ist er. Ja, dann ist auch schon 13 Jahre jetzt tot, ey. Darf man gar nicht drüber nachdenken. Ja, das ist wie es ist, ne? So, da wollen wir uns aber jetzt nicht von untergehen lassen. Wir haben da eine Mission. Wir wollen mal gucken, ob wir jetzt wirklich so eine Heumilchmische hinkriegen, ne? Wenn er jetzt wirklich nur Heu und Mineralfutter ist, dann ist er schwierig. Aber das müssen wir halt ausprobieren. Das wäre schon ganz tutti, wenn wir das ziemlich zeitnah dann hinkriegen. Weil wir müssten ja auch mal, wie eine Heumische für den Winter ist, weiß ich auch nicht. Aber haben wir auch gar nicht gefunden. Ne? War nur normale Heumilchmische, ne? Aber so fühlen sich dann alle Reiter immer kontinuierlich. Also von daher, wir haben jetzt die Mischwagen, können auch mit Ballen weiter einfüttern. Wir werden auch Saftfutter haben.
Dafür haben wir extra die Rübkes angepflanzt, ne? Vielleicht so ein Bildchen. Ach, können wir auch gleich noch machen. Jetzt sind sie keine. Aber dann haben wir das auch mal safe. Und wissen Bescheid, ne? Juhu, endlich wieder Holz aufnehmen. Ebbe, nagelt mich nicht fest, ich bin bestimmt wieder im Vorlauf. Ja, ist Montag. Dienstag habe ich auch noch fertig, ja. Ist für Mittwoch die Folge. So, hier bei unserer neuen Rübkes ein bisschen. Grüßeli, freundlich, schnelli wachseli. Zack, zack. Hex, hex. Habe ich im Fernsehen gesehen, dass das geht mit Hex, hex. Nee. Aus dem Alter bin ich raus mit Hex, hex. Guck mal. Oh, 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 gibt wieder schlecht Wetter, wa? Nee, das ist ja von... Nee, doch, da, guck mal, gibt schon wieder Regen, wa? Wie ist nur an Rechnen? Und da alle vom Berg rübergetreckt, du. Uncool. Wie sind wir letztes Mal reingefahren? Ich glaube von hier, ne? Was ist denn hier? Mein Wohl. Ich glaube, ich habe ein bisschen ausgeholt, ne? Macht ja normal noch in so einem Grasel nix. Lebensgefährlich hier. Wir müssen wirklich gleich eben den Öko-Stapler zur Hand nehmen, sonst geht's nicht. Ich habe auch noch keinen Plan, wie das am besten funktioniert. Ich bin ganz ehrlich. So, jetzt muss ich die Mische erst wieder einstellen, wetten? Nee, wir haben noch Heumilchmische drin, ne? Ist doch Heumilch. Da kommt nur Heu rein, richtig? Oder müssen wir da extra ein Gras für haben? Lass uns mal eben das Symbol ausschicken. Nicht, dass wir jetzt so ein extra Gras für brauchen, dann kriege ich nämlich einen Affen. Feldgras. Jetzt brauche ich Feldgras, um eine Heumilchmische zu machen, oder was? Wir haben kein Feldgras. Da muss ich jetzt Feldgras sehen. Was passiert, wenn wir da eine Mische von einer Balle von uns reinschmeißen? Lass mal eben gucken. Leute, das ist ja wieder Grande der Kikeriki. Um 92 Liter. Wiesenheu. Oh, wir haben schon ordentlich Mist. Wir. Junge, Junge. Mach das mal eben ausziehen. Mach das dann mal eben rein. Weil das ist ja jetzt nicht mehr ganz so schlimm, wenn das da... Nee, so müssen wir Feldgras machen. Einmal eben an. Ich könnte ja auch extra mal hier lang gehen, ne? Ich habe die extra dahingestellt, ne? Rauffutter. Ach, guck mal. Ist das denn dann auch das Richtige? Ja, guck mal, wir haben Glück. Er nimmt es an. Warum ist das orange? Weil überflüssig oder was? Ah, wir brauchen nicht unbedingt Feldgras. Mach den mal im Mischer an. Wir hüpfen nochmal eben raus. Wir können nochmal auch zur Feier des Tages mal die Tür aufmachen, ne? Dann machen wir dann nämlich eben nochmal eine Bolle rein. Oh, wir sollten aber auch mal ein Bildchen machen gleich, ne? Jetzt vergesse ich das wieder. Nehmen wir erstmal die da weg, die stört mich da kotzen. So. Bisschen aufpassen. Perfekt, oder? So, jetzt hier eben rumgeheizt. Müssten dann mal nachher zusehen. Wieso das alle vernünftig hinstellen, ne? So, halt mal eben an, wir müssen erst noch ein Bild machen. Machen wir so eben.
Ruck. Danke. So. Das geht ja schon, oder? Okay, jetzt müssen wir eben den Ökostapler nehmen, weil anders geht gerade. Wir wollen das ja jetzt nur ausprobieren. Wir müssen die dann irgendwo hinstellen, wo wir vernünftig drankommen. Na, jetzt müssen wir eben nur gucken. Tada! Wir haben eine Heumilchmische. Perfekt, wa? War nicht so cool. Oh! Das war für eine Bolle! Wie ist der Onboy? Ich glaube, den müssen wir aber später noch mal ins Tal fahren, du. Noch ein bisschen. Ja, das reicht aber jetzt erst. Der muss ja alles durch. Wird ihr das hier auch ausladen? Nur mal so rein informativ. Oh, wir müssen wahrscheinlich abgezahlt werden, ne? Okay, das macht er auch. Das haben wir schon mal geschafft. Mach mal eben Funzel aus. Junge, Junge, Junge. So, da müssten wir irgendwie auch noch mal ein Palettengäbelchen aus dem Tal ran organisieren, ne? Dass wir das hier auch alle vernünftig hinstellen können. Weil da brauchen wir jetzt ein paar Palettkes mehr von, ne? Müssen wir uns nichts vormachen. Wenn für eine Balle fast eine ganze Palette Deuker drauf geht. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass da so viel drauf geht. Ja, dann müssten wir eigentlich nochmal ins Tal, ne? Nochmal Mineralfutter ordentlich ran organisieren und so. Palettengabel kaufen. Die brauchen wir jetzt für den hier, ne? Ich will jetzt nicht mit dem Woldemann ins Tal heizen. Der kriegt ja nie wieder den Wagen. Aber hier brauchen wir eine Palettengabel für. Nützt nichts. Und dann müssen wir das hier schön reinräumen mit einem Palettengäbelchen. Zwapp, schwapp, schwapp. Räumen das hier raus. Fertig ist der Lachs. So, jetzt habe ich natürlich so intelligent geparkt, dass ich hier nicht wegkomme. Was hat der Onkel gesagt? Oh Mann, da. No. Aber es funktioniert. Ihr habt es gesehen. Chili Vanilli, so eine Heumilchmische. Also, da muss man ganz ehrlich sagen, haben sie tipptopp gemerkt. Läuft, ne? Wir gucken später. Oder ich gucke das später nach. Wenn das nämlich dann alle Reiter auffüllt. Was willst du mir? Warum laufe ich da? Ich lege die Tastatur jedes Mal dahin, die Gaming-Tastatur. Benutze sie nicht. Das heißt aber, wir müssen ordentlich Mineralfutter kaufen. Guck mal, das siehst du jetzt hier. 582 Liter für 4500 Wiesenheu. Ist aber auch ein Brett. Junge, 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 da, wieso? War das hier? Mineralfutter.
Ne, 8 brauchen wir auf jeden Fall. Kauf die mal erst. Boah, 11.000. Komm, wir kaufen noch mal eine. Und dann brauchen wir noch eine Palettengabel für unseren Hubi. Ist kein Hubi. Ne, die wollen wir nicht. Nehmen wir. Normale Palettengabel hätte ich ganz gerne. Wo ist sie? Die da. Kaufen. Okay, Kohlen sind an End. Weil wegen, ja, du brauchst es. So, lass uns mal eben nachgucken, ob wir schon füttern können. Wir haben nur noch 137.000 Euro, ne? Wir haben diesen Ingame-Tag schon wieder richtig Geld ausgegeben. Guck mal. Im Endeffekt, ne, bin ich mit 1,5 Millionen bis jetzt so weit, wie wir vorher auf waren, ne? Neue Fortsetzung? Ne, mehr. Landkauf, der haut da rein. Ihr seht es, also ich habe nur 1,3 Millionen dazu gecheatet, damit man das vernünftig spielen kann. Oder ich vernünftig spielen kann. Noch passt das nicht rein, ne? Ich habe ein bisschen viel Saftfutter reingekippt. Müssen wir noch ein bisschen warten, dass wir dann vernünftig füttern können. Also wir können nicht direkt jetzt hier Spulemann und Söhne machen. Also das wird nicht klappen. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Die sind noch gut zufrieden. Die haben zwar nur 3.375 da unten, aber wir können sie dann später umfahren. Ne? Das ist auch kein Problem, aber das läuft. Perfekt. Was willst du mehr? So, ich muss den Grubber noch wegräumen, ne? Ne, ich fahre jetzt erst ins Tal und die anderen Sachen, ne? Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.